Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Sie sehen heute mal nicht mit Anzug und Krawatte, sondern im lockeren Hemd. Es wird heiß und heißer. Hier im Büro heizt sich's aus. Der Sommer ist da und das ist schön. Allerdings, die Börse kühlt sich eher ab und es sammeln sich die Risiken. Und die wollen wir nach dem Intro gleich mal angucken. Und bleiben Sie bis zum Ende. Da wird das Fazit dann gemacht, was wir erwarten können, nämlich leider eine Korrektur. Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst mal eine ganz wichtige Anomalie, die wir im Moment am Aktienmarkt haben. Ich habe schon oft davon gesprochen, dass die kleinen Aktiengesellschaften nicht so laufen wie die großen. In einem Aufwärtsschwung ist es ja normalerweise der Fall und ist auch ein Indikator, dass entweder die Kurse fallen oder eine Kehrtwendung am Markt ist. Aber wir haben ja steigende Kurse und das schauen wir uns mal an. Das kann man nämlich ganz unterschiedlich betrachten. Hier habe ich Ihnen jetzt mal den Stoxx Global 1800. Hier sind die 1800 größten Aktiengesellschaften aus den Industrienationen und zwar nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, die ganz großen Unternehmen haben wesentlich mehr Einfluss auf die Rendite als die ganz kleinen. Dann haben wir den Stoxx Global 3000 Smaller Companies. Da sieht man schon am Namen, das sind die 3000 kleinen Aktiengesellschaften weltweit. So, und hier sehen wir eben die schwarze Kurve, die läuft schön groß nach oben. Wunderschöner Aufwärtsschwung seit Halloween. Halloween-Effekt kennen Sie ja vielleicht. Wenn nicht, schauen Sie sich meine Videos an, da erkläre ich das. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Was man hier ganz gut sehen kann, wir hatten auch das ganze Jahr 2023 schon so, dass diese Anomalie da ist. Die großen Aktiengesellschaften steigen, KI-Hype sowieso, die ganz großen Tech-Unternehmen in den USA steigen und steigen, aber nicht der breite Markt und schon gar nicht die kleinen Aktiengesellschaften. Wir sehen hier aber immer wieder so kleine Aufwärtsschwünge, wo die Kleinen tatsächlich aufholen und man glaubt, der Markt normalisiert sich. Das war hier eben im August letzten Jahres der Fall. Nach Halloween sieht man hier, die Kurve ist viel, viel steiler. Und da hat man auch schon gedacht, jetzt löst sich diese Anomalie auf, aber Pustekuchen. Hier sieht man dann am Anfang des Jahres 2024, dass die Großen wieder richtig gut nach oben gehen und die Kleinen auch nach oben gehen, aber nicht sonderlich gut. Und jetzt sehen wir hier auch im Aufwärtsschwung, dass der Schwung hier wieder schon wieder passé ist. Und hier sehen wir seit Mai eine Seitwärtsbewegung bei den Small Caps und Aufwärtsschwung bei den Large Caps. Und was wir jetzt sehen in den letzten Tagen, haben die kleinen Aktiengesellschaften richtig performt und die großen bleiben an der Spitze ein bisschen hängen und im Moment geht es eher ein klein bisschen runter, ganz normal. Das schauen wir uns aber auch noch an, das kann man nämlich auch anders betrachten, nämlich am S&P 500, dem wichtigsten Aktienindex, nämlich die 500 größten Aktiengesellschaften der USA, allerdings Marktkapitalisierungsgewichte, das heißt, hier hat wieder Apple, Google, Amazon, Microsoft, die ganz großen Aktiengesellschaften haben hier viel mehr Einfluss auf die Performance als die kleinen. Was wir auch ganz sehen, es gibt nicht im S&P 500 Equal Weighted, das heißt, jede der 500 Aktien ist gleichgewichtet und das heißt, dass die Performance dann mehr auch von den kleineren Aktiengesellschaften oder im gleichen Maße mit eingerechnet wird, wie jetzt beim S&P 500. Und hier sieht man auch eben den schönen Unterschied. Hier sehen wir immer wieder so einen Aufwärtsschwung, wo die Kleinen besser performen oder mehr Gewicht haben, mehr Performance machen als die Großen. Und hier allerdings wieder nicht, also zur selben Zeit wie am Stoxx Global 1800. Hier ziehen die großen Tech-Werte stärker an. Das war letztes Jahr, da hat der KI-Hype angefangen. Und die kleineren ziehen nicht ganz so. Allerdings nach unten war dann wieder normal, denn wenn es nach unten geht, sind die kleinen auch stärker fallend. Also das ist ja der Small Caps Effekt, ist, dass die kleinen mehr Performance bieten nach oben, wenn es steigt, aber natürlich auch stärker fallen, also mehr Risiko haben. Und das ist hier wieder normal. Allerdings hier beim Aufwärtsschwung auch dann nach Halloween. Sie sehen, die Kurve ist steiler, das heißt auch in den USA, die Kleinen gehen mehr ab und dann fällt es aber auch wieder hier auseinander seit
Januar und dann nochmal im Mai. Und jetzt haben wir wieder ein paar Tage, wo die Kleinen richtig performen und die Großen nicht. Wir werden uns gleich überlegen, was das bedeuten kann. Wir schauen uns das Ganze noch in Europa an. Da kann man das auch noch ganz anders machen. Hier habe ich, es gibt ja den Stocks Europe 600, das sind die 600 größten Aktiengesellschaften Europas drin. Europa, nicht Euroland, ganz Europa, also auch Schweiz und skandinavische Länder sind drin. Und der wird unterteilt in die 200 größten und die 200 kleinsten. Und diese Indizes kann ich hier vergleichen. Das heißt, wir haben hier die blaue Kurve, das sind die 200 größten Aktiengesellschaften in Europa. Und hier der Orangene sind die 200 kleinsten. Und hier können wir wieder das Gleiche beobachten, dass die Kleinen hier jetzt im Aufschwung 24 nicht so nach oben ziehen wie die Großen, auch in Europa. Obwohl wir nicht so viel Tech-Werte haben, auch hier ist es der Fall. Und seit Mai haben wir in Europa eine Seitwärtsbewegung und bei den Kleinen auch wieder eher eine Abwärtsbewegung. Also die Anomalie, dass die Kleinen nicht so laufen wie die Großen, so sollte es ja nicht sein, ist immer noch am Markt. Und in Europa, ich schiebe das mal hier zur Seite, sehen wir, dass es auch seit einer Woche hier stärker nach oben geht und jetzt wieder nach unten. Also es ist so der Verdacht da, dass sich jetzt wieder entweder noch ein neuer Schwung ist, der wieder abebbt, aber nochmal ein Anlauf ist, dass sich diese Anomalie auflöst und die Kleinen dann wieder besser performen als die Großen. Und dasselbe können wir noch mit dem DAX machen, indem wir einfach den DAX, das ist die lila Kurve, nehmen mit dem SDAX, das sind die kleinen Aktiengesellschaften an der Frankfurter Börse, also die in Deutschland gehandelt werden. Und da sehen wir eben nicht ganz das Gleiche. In Deutschland sieht es so aus, dass im Vorjahresvergleich ist das Gleiche, also die Aktien, die kleinen fallen stärker als die großen. Beim Aufstieg sah es auch erst so auf, als ob die kleinen deutschen Aktiengesellschaften jetzt stärker anziehen, dann flachte das aber wieder ab, dann wieder ein Anlauf. Also es gab so drei Anläufe, wo die kleinen die großen aufholen wollten, aber dann kam immer wieder die Rückbesinnung. Und jetzt hier haben wir eben auch eine Seitwärtsbewegung seit Juni im DAX. Und die kleinen sind hier eher im Abschwung. Und hier haben wir jetzt nicht wie in Europa, dass wir da jetzt eine große Aufwärtsbewegung am S-DAX sehen. Ein bisschen hier kündigt sich's an. So, was kann das bedeuten? Wir haben jetzt drei Szenarien, die passieren können. Und das hängt ganz stark von der Notenbank ab. Und zwar, wir haben ja jetzt die Berichtssaison, das heißt, es gibt neues Geld, das angelegt wird, das wird verteilt auf verschiedene Aktien. Die Vermögensverwalter haben die Bilanzen gelesen der Unternehmen, investieren nochmal in Aktien. Die Aktiengesellschaften selber kaufen ihre Aktien zurück, das steigert den Kurs. Das heißt, der Juli ist in der Regel stark, besonders aufs Ende hin nochmal, also ab jetzt, ab dem 18. Das ist so ganz normal. Wir haben allerdings auch Gegenwind, nämlich die Rezessionsangst. Wir haben eine inverse Zinskurve schon sehr, sehr lang. Die Inflation in den USA kommt nicht so richtig zurück. Es gibt Ängste, dass die Notenbanken die Zinsen nicht verringern, also die Fed die Zinsen nicht runternimmt. Das soll ja im September der Fall sein und da hängt es ganz stark ab. Kommt tatsächlich, also die Rezessionsängste, im Moment sieht das alles gut aus. Ja. Man braucht keine Rezession befürchten. Das sind eigentlich eher so die Indikatoren in der zweiten Reihe. Ja. Die Bilanzen sehen gut aus, die Prognosen von manchen werden ein bisschen zurückgenommen. Also es hängt jetzt stark ab, wie gut wird der weite Verlauf der Berichtssaison, wie kommt die Inflation runter und was macht die Fed. Wenn die Fed die Zinsen runtersetzt, dann wird das die Aktien beflügeln, besonders die kleinen. Es kann aber auch gut sein, und diese drei Szenarien gibt es. Es kann sein, dass die großen Aktiengesellschaften runterkommen und die kleinen aufholen. Es kann sein, beides geht nach oben, die kleinen ziehen jetzt stärker an. Es ist aber auch möglich, gerade wenn die Fed die Zinsen nicht verringert, dass dann die Kleinen weiterhin schlechter laufen oder nicht so stark aufholen oder sogar stärker fallen, falls die Kurse nochmal fallen. Diese Szenarien gibt es. Also die Kleinen gehen nach oben, die Großen bleiben, wo sie sind oder korrigieren leicht. Warum eine Korrektur nämlich sehr wahrscheinlich ist, das sage ich Ihnen gleich anhand anderer Indikatoren. Dann haben wir das Szenario, es bleibt einfach, wie es ist, dass die Großen besser laufen und dass die Kleinen eben hinterherhängen.
Es kommt aber eine Korrektur und da kann gut sein, dass die Kleinen eben nicht groß korrigieren, sogar eher nach oben gehen und die Großen nach unten gehen und sich das jetzt wieder annähert. Davon gehe ich im Moment aus, außer die Rezessionsängste nehmen zu und die Fed verschiebt die Zinssenkung. Das wäre natürlich dann ein Tod für dieses Szenario. Und jetzt schauen wir uns mal an, warum eine Korrektur sehr wahrscheinlich ist. Wir schauen uns den Angst- und Gierfaktor an. Nicht komplett, das machen wir dann im nächsten Video, sondern hier schauen wir nur uns die Risikofaktoren an. Und da sehen wir, klar, die Kurse haben einen sehr hohen Abstand zu ihrer 125-Tage-Linie, aber auch zur 200-Tage-Linie. Das ist über 10% der Abstand. Das ist schon mal ein Kontraindikator. Dann haben wir hier eigentlich einen gesunden Markt, muss man sagen. Also die Aktien, die Stock Price Strength, also die Breite des Marktes sozusagen, hier nimmt es wieder zu. Also es gibt immer mehr Aktien, es war hier schwach, jetzt nimmt es zu, dass immer mehr Aktien ihr 52-Wochen-Hoch erreichen. Das heißt, die Breite des Marktes nimmt jetzt wieder zu, was wir auch in den Indizes gesehen haben, dass die Kleinen jetzt wieder hochgehen, also auch die Kleinen steigen jetzt wieder. Stock Price Breadth, also wie viel Volumen wird in steigende Aktien gehandelt, das sieht ja auch ganz gut aus. Aber was mich mehr interessiert, ist Put-Call-Ratio. Das ist ein sehr zuverlässiger Risikoindikator. Das heißt, Put-Optionen, da kauft jemand einen Optionsschein, um sein Portfolio abzusichern vor fallenden Kursen. Also alle institutionellen Anleger oder Anleger, die Put-Optionen kaufen, glauben, die Kurse fallen und wollen Sicherheit für ihre Aktien haben, ohne die zu verkaufen, weil sie glauben, danach geht es wieder hoch. Also da will man nicht alles verkaufen und wieder kaufen, sondern nimmt eine Put-Option. Wenn man glaubt, die Aktien steigen, nimmt man eine Call-Option. Das ist jemand, der in der Zukunft kaufen möchte, hat jetzt noch kein Geld und will sich den Kurs von heute aber sichern, weil er glaubt, dass die Aktien steigen und es teurer wird. Der sichert sich mit einer Call-Option ab oder einfach ein Spekulant, der nach oben spekuliert. So, das heißt, wir haben jetzt im Moment ein Verhältnis, wo wahnsinnig viele Call-Optionen kaufen und wenige Put-Optionen. Das heißt, wir haben unglaublich viele Optimisten. Und jetzt kommt die Krux, das ist ein Kontraindikator. Immer wenn das so sehr optimistisch war, dann sind die Kurse meistens eingebrochen oder haben korrigiert. Und deswegen, das ist ein erstes Signal, also so tief. Es kommt darauf an, wo es ist. Ne? Also wenn es zwischen 0,9 und 0,7 ist, ist es der normale Bereich. Aber hier schon bei 0,6 oder 0,5 irgendwas, das ist schon extrem optimistisch. Und wenn wir uns dann noch angucken, wie die Aktienquote der Amerikaner ist, also das ist eine Umfrage an Hedgefondsmanager, an Fondsmanager, Vermögensverwalter und auch Privatanleger. Und die Aktienquote bei dieser Umfrage ist über 100%. Das heißt, da gibt es viele, die Kredit aufgenommen haben. Na, nicht viele, das sind 103%, aber einige, die Kredit aufgenommen haben, um Aktien zu kaufen, die also sehr, sehr optimistisch ist. Und auch das war eigentlich immer ein zuverlässiger Indikator. Wenn es mal über die 100 ist, kam oft eine Korrektur. Hier aber nicht immer. Hier sehen wir zum Beispiel im Dezember keine Korrektur, aber hier hatten wir immer eine kleine Korrektur. Und davon gehe ich auch aus, dass August oder September erstmal rückläufige Aktien sind. Ein weiterer Index ist, wie viele Aktien die Privathaushalte haben, also welche Aktienquote auf ihrem Vermögen. Und das ist auch auf dem absoluten Hoch. Bei 41% Aktienquote bei den Privatanlegern, das ist sehr, sehr hoch und ist auch oftmals dann, kommt einfach kein neues Geld nach und dann können die Kurse nicht mehr steigen. Also das ist so mein Eindruck vom Aktienmarkt. Er ist, also es gibt Teile, die pessimistischer sind. Die Amerikaner sind extrem optimistisch. Also die Privaten sind voll investiert, die Institutionellen sind überinvestiert sozusagen. Und dann glaube ich, da kommt eine Korrektur, wobei ich jetzt nicht glaube, dass der Riesencrash kommt. Ich rede hier vielleicht von 5% bis 10% Korrektur, kann ich mir in den nächsten Monaten gut vorstellen. Vor allem, weil wir ja noch den US-Wahlzyklus haben. Schauen Sie sich bitte das saisonale Video am Anfang des Monats an, dann wissen Sie, wovon ich rede. Das heißt, da kann sein, dass die Aktien jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen steigen bis September und dass wir dann eine leichte Abwärts- bis Seitwärtsbewegung haben. Nach der US-Wahl in der Regel haben wir einen guten November und Dezember noch.
Also da kann es sein, dass es sich dreht und die Aktienmärkte nach oben gehen. Also davon gehe ich ja aus, dass wir jetzt eher mit einer Korrektur rechnen müssen. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade investieren, langfristig ist es nicht so schlimm. Dann haben Sie halt jetzt vielleicht erstmal Minus auf dem Depot, aber dann steigt das ja dann im Dezember in der Regel wieder. Spannender wird es nächstes Jahr, wenn nämlich diese Rezession, die befürchtet wird, tatsächlich kommt oder eine Abschwächung, also die Wirtschaft schwächt sich ja jetzt schon ein bisschen ab, aber wenn sich so eine Rezession ankündigt, dann können die Aktienmärkte auch erst nochmal zurückgehen. Aber jetzt im Moment wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Genießen Sie die Sonne. Lassen Sie sich nicht beunruhigen, wenn es jetzt ein bisschen stürmisch, holprig wird oder etwas kühler wird an der Börse, als wir hier im Zimmer haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Thomas Hoch.